Guten Morgen. Das Thema Liebe und was Liebe ist, das hatte ich ja schon mal gesagt. Ich versuche das heute mal ein bisschen anders euch zu präsentieren. Vielleicht den Menschen die Möglichkeit zu geben, einen anderen Zugang dazu zu finden und ja, einfach die Möglichkeit zu haben, sich wahrer Liebe zu nähern. Also generell ist meiner Erfahrung nach, und das, was ich sage, betrifft immer nicht nur mich und meine Erfahrung, ich möchte da nicht für andere sprechen. Liebe ist das oder ist die Fähigkeit, die anderen Gutes tut. Das heißt, nichts, warum ich oder auf Grundlage dessen ich mich irgendwie bereichern kann, sondern Liebe bedeutet anderen etwas Gutes zu tun und andere zu bereichern. Und nur das. Liebe verlangt nichts. Liebe ist bedingungslos. Und wenn man natürlich zum Beispiel die Selbstliebe sieht, dann geht sie auch nach außen zu dem anderen, zu dem Selbst. Ja, das klingt ein bisschen komisch, aber die Selbstliebe ist halt die Liebe zu dem Selbst. Und da geht die Liebe auch zu dem anderen. Man möchte dem anderen was Gutes tun, dem Selbst. Und genauso ist es bei anderen Personen, bei Steinen, bei Bäumen. Die Liebe geht nach außen. Sie verlangt nichts. Und wenn ihr mal in eurem Umfeld und mit den Menschen, wo ihr der Meinung seid, dass ihr sie liebt, das einfach mal kritisch betrachtet, vielleicht werdet ihr dann feststellen, dass bei der einen oder anderen Person ihr tatsächlich auch etwas verlangt. Dass eine Person, wo ihr der Meinung seid, ihr liebt die, dass diese Liebe daran geknüpft ist, dass diese Person vielleicht auch euch liebt oder dass sie euch Gutes tut. Und dass eine Liebe nur die andere Liebe wert ist. Und ich glaube, es ist für unsere Bewusstheit dann besser, wenn wir in diesen Phasen nicht von Liebe sprechen, sondern eher davon sprechen, dass man sagt, ich genieße die Zeit mit dir. Oder ich lerne von dir. Oder du tust mir gut. Solche Sachen sollte man dann sagen und sollte man denken und nicht denken, dass man diese Person liebt. Weil wenn man denkt, das ist Liebe, dann vergibt man sich aus meiner Sicht wahrscheinlich die Chance zu erfahren, was Liebe auch bedeuten kann und wie intensiv und wie bedingungslos und wie wunderschön Liebe sein kann. Das ist eine Liebe, die bei vielen Menschen jenseits von dem ist, was sie erfahren haben bisher. Das ist eine Liebe, die nicht besitzt oder eine Liebe, die nicht verlangt. Eine Liebe, die nicht unzufrieden ist mit jemandem oder mit etwas. Eine Liebe, die einfach nur akzeptiert. Ja? Liebe kann niemals Schmerzen verursachen. Echte Liebe kann keine Schmerzen verursachen. Sie ist bedingungslos. Was Schmerzen verursachen kann, ist Beziehungen. Oder Liebesbeziehungen, das kann Schmerzen verursachen. Wenn ich jemanden liebe, dann liebe ich ihn. Dann möchte ich nur das Gute für ihn. Und das kann keine Schmerzen verursachen. Wenn ich mit diesem Menschen zusammen sein möchte und mich arrangieren muss mit seinen Eigenschaften, die aufgrund seiner Prägung, seiner Erziehung und seiner Umwelt ihn zu einem Menschen haben werden lassen, der eben nicht zu 100% zu mir passt, dann gibt es natürlich Probleme. Und kann man sicherlich daran arbeiten und so schauen, ob man zusammen leben möchte oder eben nicht. Aber das hat erstmal nichts mit Liebe zu tun. Liebe ist tatsächlich einfach nur das Gefühl, dass man etwas anderes wertschätzt und dass man es gewähren lässt. Und es hat nichts irgendwie zu tun damit, dass man selber in irgendeiner Weise befriedigt wird durch das Gefühl. Das ist das Ego. Und wenn man das erkannt hat, dass dieses Ego oftmals spricht, wenn man von Liebe redet und dass es keine echte Liebe ist, dann schafft man Raum für echte Liebe, dass da eben noch was anderes ist, außer diese Bedürfnisbefriedigung. Und mit diesem Raum hat man dann eine gute Chance, auch eine Erleuchtungserfahrung zu generieren. Denn wie schon die Quantenphysik auch immer wieder beweist und darauf referiert, wo kein Raum ist, in dem etwas geschehen kann, wird auch nichts geschehen.
Das heißt, wenn ihr nur an die Liebe glaubt, wie ihr sie bisher kennengelernt habt, so denn sie von der Definition abweicht, die ich für mich herausgefunden habe, also bedingungslos, und dass Liebe eben genau die Fähigkeit des anderen, etwas Gutes zu tun, selbstlos, wenn sie davon abweicht und immer auch beinhaltet, dass man etwas dafür bekommt, auch wenn es nur ein gutes Gefühl ist, dann habt ihr Potenzial, aus meiner Sicht. Das sind nur meine Erfahrungen und ja, ich kann das auch nur so euch teilen. Dann habt ihr ein Potenzial, euch und euer Leben viel, viel zufriedener zu gestalten. Denn wer in Liebe lebt, in echter Liebe, mit all den Dingen, alles gewähren lässt, alles akzeptiert, wie es ist, natürlich Konklusionen draus schließt und indem er Sachen vermeidet oder Kontakt mit Personen vermeidet oder was auch immer, das ist normal. Aber wer in erster Instanz sozusagen die Dinge wirklich lieben kann und in Liebe leben kann, der wird sehr zufrieden sein. Und diese Änderung im Tun, denn wenn ihr in euren Gedanken diese Zusammenhänge begreift und diese in eurem Tun, in eurem Leben ändert, die werden auch eure Persönlichkeit ändern. Da gibt es ein wunderschönes Buch dazu, auch Schöpfer der Wirklichkeit nennt sich das, glaube ich. Ich verlinke euch das unten. Das tut es eindrucksvoll beweisen, dass ihr eure Persönlichkeit tatsächlich ändert, indem ihr etwas, indem ihr erst anders denkt, dann danach handelt und dann es tatsächlich tut. Und von daher denkt darüber nach, über die Liebe, ob ihr da, zu denen ihr das noch nicht schon auch die Erfahrung gemacht habt, ob ihr da nicht ein bisschen Raum gebt, weil viele, auch wo ich es immer in den Kommentaren lese, sehen das nicht ganz so mit der Liebe. Gebt vielleicht ein bisschen Raum, dass Liebe tatsächlich etwas sein könnte, wo es nicht um euch geht, sondern wo es um die anderen geht. Bis morgen.